Kann weitergehen. Wie sieht's aus? Haben wir jetzt mal Fußboden hier? Ist das wieder da? Oder legen wir den direkt so aus? Wie sieht denn der aus jetzt hier? Ich meine, schlimmer als das, was wir gewohnt sind, oder nicht? Den allerdings nicht. Mit. Oh, das dauert mir echt ein bisschen zu lange. Ein bisschen meine ich ganz gewaltig, bitte. Marble Fußboden. Puh, puh. Diese Fledermäuse. Ich muss mal dringend hier unten drunter ausleuchten oder so. Das geht so nicht. Dort drehe ich ja am Rad, muss ich euch mal so sagen. Ganz fachmännisch. Hehehe. Naja. Achso, ich habe draußen noch gar kein Schild stehen. Auch nicht günstig, aber egal. Später. Was hab ich denn hier schon wieder einen Pilz einstecken, sage mal. Könnt gleich nicht. Ja, ich weiß, dass da unten drunter eine Höhle ist. Freut mich. Weiter geht's. Eisen. Jede Menge Eisen. Und weg damit. Jetzt nicht. Zack. Ja, jetzt aber nicht lecken und dann. Oh, das dauert ja so ewig. Also ich muss mir ernsthaft vorbehalten, die Tage, von denen ich selber merke, dass es etwas lahm ist, dann einfach mal auszulassen. Und in den Thumbnails schreibe ich ja sowieso dann die Tage rein, denke ich. Ich habe noch nicht einen einzigen produziert, aber gut. Wie man sich einen Keller schafft. Okay, die Folge lasse ich drin, weil das wäre interessant, hier eine Treppe nach unten zu bauen. Muss ich jetzt mal so sagen nebenbei. Werden wir selbstredend nicht machen, aber wir hätten es machen können. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal neuen Marmor. Und ein Problem weniger mit der Beleuchtung hier unten. Das heißt, welche Fledermaus auch immer uns hier Probleme machen will, sie wird. Oh ja, Gold! Gold, 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 Gold. Her damit. Bitte Dreier, komm, Dreier, ich brauche Dreier. Ja! So, damit haben wir jetzt gleich ein Ohr. Und dann kann man nämlich auch unter uns in die Höhlen machen. Also sowas wie das jetzt hier. Weil dann lasse ich die Uhr einfach da unten in der Schnellstartleiste und weiß Bescheid. Kohle kriegen wir ja auch noch. Prima, es läuft. Die Folge hat sich doch schon gelohnt. Ist jetzt schon ein äußerst lohnenswerter Tag. Übrigens, ihr seid den Kommentaren aufgefordert. Schreibt einfach unter jede Folge, haltet ihr den heutigen Tag für effektiv genutzt. Oder habe ich hier bloß Zeit verschwendet mit blödem Gequassel? Schreibt die Kommentare. Ihr seid gefragt. Habe ich gerade gesagt. Ja, klar. Tschüss. Arsch. Tschüss. Da oben muss ich den wieder dicht machen, oder so. La 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 la. Nicht lecken hier bitte, ja? Das muss jetzt nicht sein. Einer. So, und aus dir wird jetzt mal fix Gold. Dankeschön.
Redstone interessiert mich jetzt nicht. So. Stein. Voll ja. Wir machen Fortschritte, Leute. Jubelt, huldigt mir, freut euch. Ihr wisst, was das alles bedeuten soll. Xane likes it. Was das soll? Ich weiß auch nicht. Ich kann mir doch nicht alles merken, was ich mache. Sagt ihr so. Weiter geht's. 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Also, den Fußboden hätten wir damit schon mal sicher. Ausgeleuchtet ist hier unten noch, also haben wir Ruhe. Zur Not können wir jederzeit einen Keller bauen, das wissen wir jetzt. Die drei Steine, die da runtergefallen sind, sind mir jetzt wurscht. Ganz ehrlich, ich kann mich nicht um jeden Scheißstein kümmern. Den ich irgendwann mal gesetzt habe. Oder verloren. Von Uhr brauchen wir übrigens Redstone, den hätte ich gar nicht ablegen müssen, ich Idiot. Der Grund, warum ich das mir mit dem einfachen Marble mache, also Marmor, ne, weil das ist was Besonderes, das muss man ja nicht überall haben, dann sehe das wieder ziemlich profan aus. Und wenn ich überall Goldblöcke als Fußboden hinsetze oder so, ne, wisst ihr Bescheid. Das ist ja dann auch scheiße. Das bringt ja so nun mal gar nichts. So, danke, das dauert dann doch etwas zu lange. Rein, rein. Gold, den letzten Goldblock holen. Eine Uhr bauen, das würde mich freuen. Let's go. Einmal reicht, danke. Musste ich auch erst nachschauen, um zu wissen, wie es geht. Nämlich Redstone in die Mitte und dann zack, 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 zack. Yay! Ich habe eine Watch, die mir irgendwie ansagt, wie spät es ist, auch wenn ich nicht ganz verstehe, wie das funktionieren soll. Aber wenn wir sehen, wenn es dunkel wird, dann haben wir dann ein Vergleichsmaß. So. Her damit. Du auch. Her damit. Wir haben einen kleinen Marble holen müssen, ne? Ich fasse es nicht. Das Zeug schluckt ja wie. Mal jetzt. So, das kann hier drunter bleiben, das interessiert mich gar nicht. Nee, komm, 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 schneller. Der Tag ist lang. Wir haben noch viel zu tun. So, fürs Erste ist unser Haus ja ganz gemütlich, muss ich sagen. Sind wir schon bei Tag 10? Muss ich schon Monster anschalten? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich sind wir schon drüber. In den Thumbnails. Geht die Sonne unter? Ich fasse es nicht. Das sind die kürzesten Tage überhaupt. Die muss ich vielleicht mal umschreiben hier in den Konfigurationsfiles, weil so erreicht man ja gar nichts. Auf der anderen Seite, das hat so auch was. Man fühlt sich ein bisschen gedrängelt, obwohl man in aller Ruhe arbeiten möchte. Dies klingt jetzt erstmal merkwürdig. Klingt. Aber tatsächlich ein ganz interessantes Gefühl beim Spielen. Nämlich Hass auf denjenigen, der es gebaut hat. Warum sind die Tage so kurz? Ich erreiche nichts in der Zeit. Schön Shift gedrückt halten, sonst wird es wehtun. Nett. Tatsache, kleiner Marmor. Aber es müsste gerade so reichen. Hoffe ich einfach mal. So, runterfallen können wir nicht mehr. Wir kommen. Ach, das ist ein Tempo hier. Müssen wir doch noch Marmor abbauen gehen. Das geht schnell, ich habe eine Uhr dabei, die mir anzeigt, dass es gleich Nacht wird. Aber das ist der Schöne, jetzt weiß ich wenigstens auch, wie viel Zeit hier unten vergeht. Und das ist schon deshalb gut, weil ich dann weiß, wann ich einen Cut machen muss, auch wenn das wahrscheinlich immer noch 6, 7, 8 Minuten oder so sein muss. Aber ihr sollt ja auch das gefühlte Uhrleben und so mit allem drum und dran. Ein Tag im Leben des Alex Kidd, ich meine des Xane, Xane, Xane. Darf ich eigentlich Alex Kidd sagen oder ist das markenrechtlich eingeschützt von Sega? Gibt es Sega überhaupt noch? Haben die eine neue Konsole inzwischen rausgebracht? Ich glaube, die haben das aufgegeben, oder? Schon vor langer Zeit. Als sie festgestellt haben, wir haben keine Ahnung von sowas. Lassen wir das Leute machen, die Ahnung haben. Sony. Ich habe noch weniger Ahnung. Einer, zack. Der nächste, bitte. Einer, zack. Und zu mir. War jetzt überflüssig, aber was haben das andere? Vielleicht brauche ich ein weißes Dach, wer weiß. Dies klingt mal wieder merkwürdig.
Ist es auch. Unser Liefer mit gedrückter Shift-Taste wohl wissen, dass jeder Schritt sein letzter sein könnte. Ja, super. Wir haben es ja auch dicke mit der Kohle, ne? Einfach normal brennen das Ganze. Jetzt wisst ihr, warum ich zwei Öfen mache. Das geht doch wesentlich schneller. Notiz an mich, nicht mehr buddeln hier. So, noch drei Stück, dann haben wir Ruhe. Komm. Und dann können wir schlafen gehen. Oh ne, doch nicht. Eins. 2, 3, 4, 7 und ein paar mehr. Yay. Die Uhr zeigt uns an, dass es ziemlich spät ist. Achso, ich brauche eine neue Position für die Uhr. Schaufeluhr und dann Essen, Fackel, Werkbank, was auch immer. Zwei Slots haben wir standardmäßig, anderen verteile ich ja sowieso immer gleichmäßig, für den Fall, dass es noch nie aufgefallen ist. Das ist bei mir standardmäßig so. So. 1, 2, 3, 4, komm. Und dann können wir mal schauen, was wir als nächstes machen. Ich weiß es noch nicht. Aber uns wird schon was einfallen. Monster anschalten zum Beispiel. Einfach mal aus Spaß und Freude. Und dann sehen wir, wie ein Creeper hier alles in die Luft jagt. Allem raste ich aus. Wenn hier ein Turm spawnt, ich sag mich, dann bleiben hier Monster standardmäßig aus. So, spät genug? Jawohl, ich gehe schlafen. Gute Nacht. Na, sag mal. So was aber auch.